Hallo und herzlich willkommen bei LA Bastards. Ich bin's, Enno. Und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und das ist Outlast. Ich weiß, ich hatte versprochen, Trine 2 zu bringen. Aber ich verschiebe das mal nach hinten, Trine 2. Weil ich mir dachte, immer ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Action. Und das Trine 2 kommt danach als zweites Let's Play dann halt. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Outlast ist ein Survival-Horrorspiel. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Ich kann nur sagen, ich bin kein Horrorfreund. Und werde es auch nie sein. Ich habe ein paar Horrorspiele in meinem Leben gespielt. Falls ihr es seht, ich habe schon 12 versuchte Aufnahmen, also getestet. Bei der ersten war scheiße. Bei der zweiten war die Toneinstellung auch scheiße. Und deswegen machen wir jetzt ein neues Spiel. Und ich hoffe, jetzt ist es besser. Und ich kann das dann so fortsetzen, ne? Auf jeden Fall bin ich kein Horrorfreund. Also ich gucke mir relativ selten Horrorspiele an. Und ja. Erstmal noch was trinken, ne? Bevor es hier losgeht. Und ich hoffe einfach, dass das Spiel so gut ist, wie es ist. Weil es wurde auch angepriesen als bestes Indie-Spiel oder generell als bestes Spiel. Und da werden wir uns das jetzt einfach mal reinziehen und gucken, ob das hier auch was wird. Ich hoffe es, weil, wie schon gesagt, ich bin nicht so für Horror. Also ich werde bestimmt auch mich öfters mal erschrecken. Und dann verzeiht das einfach. Es gibt keine Facecam. Wenn ihr eine Facecam unbedingt sehen wollt, dann muss ich das irgendwie gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe noch, glaube ich, kein Programm dafür, aber ich kann das natürlich kaufen oder holen. Das ist kein Problem. Und wenn ich das halt nicht bei Outlast generell den Spiel mache jetzt, dann mache ich das mit der Facecam bei den TLC davon. Also wenn ich das bis dahin hinkriege. Also jetzt müsste erst noch mal eine Weile ohne auskommen, bis ich dann selber mal entscheide, vielleicht mache ich eine, vielleicht mache ich auch keine. Also zu dem TLC werde ich auf jeden Fall eine machen. Und kümmern uns jetzt mal ums Spiel ein bisschen. Wir sitzen auf jeden Fall hier im Auto und fahren in irgendeine Irrenanstalt, soweit ich das sehe und soweit ich das weiß. Das erste Mal ein Buch. Lesen könnt ihr selber. Ich mache dann immer die Dateien auf, sofern ich das immer schaffe und sofern ich dran denke. Und dann müsst ihr einfach mal Stopp drücken und lest euch das durch. Okay, gut. Dann stecken wir uns mal den Ordner hier ein. Zwei Batterien. Und eine geile Kamera. Na, gucken wir uns das mal an, ob die auch was taugt, die Kamera. Ja. Okay, alles sauber. Okay, ich bin von der Presse. So wie es aussieht. Dann gucken wir uns das jetzt mal hier an, wie es läuft. Erstmal gucken will ich erstmal hier, was der von der Karre fährt. Oh, okay. Das sieht ja relativ okay aus. Oh, warum geht das zu einfach so zu? Ah, ein Jeep, so einen alten fährt er. Okay. Tür öffnen. Eins ist Camcorder. Kann man da auch mit trennen? Ja. Oh. Was? Hallo. Und jetzt ist das Licht wieder aus. Sehr, sehr komisch, aber naja, gut. Wie kann man die Cam wieder wegstecken? So. L1 rennen. Kreis drücken. Okay. Guck mal an die Tür. Okay. Geht halt nicht. Gehen wir mal die Leiter hier hoch. Okay, klettern tut er von alleine. Das ist schon mal vorteilhaft, würde ich mal so behaupten, ne? Dann muss ich sprinten und X? Ja, anscheinend. Okay. Gut. Oh, nicht runterfallen. Schon gut gemacht, ne? Man sieht seinen eigenen Körper. So wie wenn ich nach unten gucke. Also haben anscheinend an vieles gedacht. Oh, oh. Cam an. Nachtfilter. Also, weiß ich jetzt nicht. Nachtfilter, Kamera, keine Ahnung, wie das sich nennt. Hier draußen ist Licht.
Da geht's nicht weiter. Hallo? Okay, hier ist keiner. Oh, was ist jetzt los? Okay. Okay. Springen wir mal hier durch. Komm schneller, beweg dich doch mal. Okay. Hier ist ein Ordner. Nee, Kamera. Okay. Kamera war das. Batterien, besser gesagt. Gucken wir mal, ob wir hier in die Tür rein können. Hallo? Okay. Dokumente oder sind das Notizen? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal eine Notiz. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Müsst ihr halt nur Start drücken. Und hier haben wir auch was Neues. Okay, ich bin nicht so der Typ dafür, fürs Durchlesen und sowas. Also könnt ihr ganz in Ruhe machen, drückt einfach Pause, dass ihr es dann wisst. Okay. Okay, warum geht die Tür zu? Darf ich hier rein? Ne, da ist irgendjemand drin, ne? Vielleicht will er nicht erwischt werden, wie er sich gerade entwichst oder sowas und hat gemerkt, dass jemand kommt. Okay. Das sieht ja relativ lecker aus. Und mit einer Cola noch dazu. Kann man sich mal gönnen, ne? Würde ich so sagen. Okay, springen wir mal hoch. Oh, hier ist dunkel. Wo lang? Da nicht. Okay. Oh, mein Freund, Alter. Was machst du denn hier? Okay. Der verpisst sich mal, oder? Da geht's auch nicht weiter. Okay. Okay. Sauber. Die Tür auf. Wow. Okay. Und er fliegt noch runter. Hi, Kumpel. Dir fehlt ein Kopf. Ja, gut, mein Gott. Passiert. Den aber auch. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Hier stehen noch Köpfe drinne. Oh mein Gott, ey. Was ist hier für Psycho-Scheiß? Dein Twitter-Renner. Ach du Scheiße, was ist mit dir? Hi. Was geht? Okay. Okay, ein bisschen komisch, aber geht schon. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, irgendwie die Köpfe sind abgehackt und haben trotzdem so leuchtende Augen. Also ist irgendwie sehr komisch. Dann gehen wir mal hier schnell raus. Tür aufmachen. Ach du Scheiße, was ist das für ein fetter Freak, ey. Okay. Okay, hier kommen wir in eine Toilette. Eine Hand, naja, mein Gott. Hier kommen wir nicht weiter. Hier auch nicht. Ach du Scheiße. Hier ist der Fette reingegangen. Vielleicht nicht gut. Geht's überall nicht weiter. Na, gehen wir hier lang. Ach du Scheiße, was jetzt? Alter, was bist denn du für ein hessischer Junge? Ey, komm, warum wirft denn der mich da runter? Bist nicht ganz rein oder was? Was ist denn jetzt für ein Freak wieder da? Spinnst deine Mutti? Lass doch mal meine Kammer in Ruhe, die war teuer. Mindestens 1300 Euro. Kollege, verpiss dich, ey. Bist du nicht ein Pädophiler oder was?
Okay. Aber die haben irgendwie alle keinen Kopf mehr dran, aber ich habe eine Notiz gekriegt. Okay. Meine Kamera scheint noch in Ordnung zu sein. Gehen wir mal hier rein. Toilette. Ohne Batterie. Nice. Okay. Hinten geht's auch irgendwo lang. Hier liegen überall. Ey, der hat ein Telefon. Ist ein Telefon? Nee. Oder irgendwas anderes zumindest. Hätten wir doch mal da um Hilfe rufen können, oder? Okay. Die haben alle keine Köpfe und die Telefone sind irgendwie mit kein Empfang oder so. Dokument meine ich. Okay, könnt ihr ja durchlesen. Ich bin nicht so der Typ dafür, der auch generell sich für sich selber das durchliest. Ich mag das Spielklima eher, wie. Hey, Kollege, Kollege, was ist da los? Okay. Oh, hier eine Geldkasse oder was? Und doch nicht. Okay. Ich habe schon mal 4 von 10 Batterien, so wie ich gerade sehe. Gibt es hier irgendwas für mich? Oh, eine Batterie. Okay, das war nur das Licht. Hat mich ein bisschen erschrocken, ne? Irgendwie sehr komisch. Bin ich durch eine offene Tür reingegangen oder? Warum ist sie jetzt so dazu? Okay. Okay. Ah, hier, für den Hausmeister. Oh, das sieht noch sauber aus. Kann auf jeden Fall ein bisschen Blut wegwischen, ne? Witness! Lass den Kopf nicht so hängen, Junge. Es geht weiter, das Leben. Oh, eine Hand. Bitte mal eine Hand in der Toilette. Okay. Könnte man ja mal hinterspielen. Warte mal, ich guck mal, ob das geht. Anscheinend nicht. Okay. Hier hinten ist ein Security-Raum. Okay, kriege ich nicht auf. Brauche ich eine Schlüsselkarte für? Gibt's hier hinten eine Schlüsselkarte, Jungs? Ne, dann kaputtes Telefon und eine Notiz. Oder besser gesagt, ein Dokument. Bitteschön. Klar ist es vielleicht bei so einem Spiel ein Hintergrund, Details zu erfahren vielleicht. Aber ich bin ehrlich gesagt so auf das Spiel gespannt. Hier ist, glaube ich, vorhin jemand reingegangen. Gucken wir mal, ob wir den beim Wichsen stören können. Nee. Oh. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Okay. Ja, dann lass mich doch rein, ey. Machen wir ein Gangbang. Okay, halt nicht. Auf jeden Fall muss ich hier für den Security-Raum was finden, ne? Dann gucken wir mal. Gehen wir mal runter in den Keller. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Okay. Renn, Junge. Ich hoffe, du bist Marathonläufer. Auch nichts. Okay. Hier vorne. Ah, hier ist noch eine Tür. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas finden, ne? Batterien wären nicht schlecht. Also, nein, hier gibt's nichts. Hallo. Okay, hier gibt's auch keine Batterien. Batterien sind eigentlich nicht schlecht. Oh, ein Dokument.
Vielleicht gehen die Dokumente auch weiter, ich hätte vielleicht mal gucken sollen. Okay, da steht ein Rollstuhl, aber ich glaube, ich kam von dort. Ui. Hi, es geht. Na, mein Freund. Ja. Läuft bei dir, oder was? Okay. Sitzen welche und ja, läuft nichts im Fernsehen, Jungs. Musst du mal die Antenne wieder ausrichten, ne? Hi. Oh Mann, bist du hässlich, Junge. Was ist mit dir passiert? Okay, die machen anscheinend nichts. Gehen wir mal hier unten durch. Komische Musik. Mal die Tür öffnen. Oh. Oh ne, der ist tot. Okay. Jawohl. Security-Karte. Aber sonst gibt es hier anscheinend nichts. Okay, eine Notiz. Ach, hier war schon vorher eine Notiz. Hier. Und hier. Ach man, da geht's auch nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Und gehen dann in den Security-Raum. Vielleicht kann man da Hilfe rufen. Oh Mann, der kann nicht mehr über den Tisch springen. Was habe ich denn nur für eine Figur hier? Oh, oh, was ist mit dir? Ey, hau mal ab, du Behindi. Ey, verpiss dich, Junge, was ist denn los? Ey, komm jetzt weg mit den Kunden. Sag mal, du hast wohl einen Film nicht gehört oder was? Kriech dich in dein Rattenloch, du Missgeburt. Okay, schnell. Schnell hier weg, ey. Lauf! Lauf doch, Junge! Wo war das jetzt? Ich glaube, hier hinten. Okay. Schnell hier rein. Jawohl. Mal Tür zu, ey. Dass uns keiner erwischt beim Wichsen. Okay, jetzt wird erst einmal anscheinend hier PC gehackt. Okay, da drüben ist auch nichts los. Da auch nichts. Oh. Hi. Alter, lass es. Piss dich, Junge. Ja, na Siggi, macht erst einmal den Strom aus. Und hier drin ist relativ gut. Oh, was ist das? Was kommt da? Alter! Schnell! Piss dich, Junge! Was ist mit denen? Oh! Oh, Scheiße! Was jetzt? Hau mal ab, Mann! Oh Gott! Lauf doch! Oh, ich sollte vielleicht auch mal die Kamera anmachen. Oh, der Typ, der kommt uns nah. Nein! Ach du Scheiße, ey. Lass mich doch mal in Ruhe. Verpiss dich, Junge. Wie kann ich eine Batterie nachwechseln überhaupt? Okay. Oh, mein fucking Gott. Irgendwo war er doch hier hinten, ne? Oh mein Gott. Der fette schon wieder, ey.
Okay. Ganz in Ruhe. Wir müssen runter in den Keller auf jeden Fall. Soweit ich das noch mitgekriegt habe. Und hier ist alles aus. Der Fette steht dort. Ja, verpiss dich, Junge. Können wir auch hier zoomen mit der Kamera? Okay, der verpisst sich irgendwo hin. Und wir verpissen uns jetzt mal hier nochmal in den Security-Raum. Hier rein. Um die Folge zu beenden, weil ich nicht genau weiß, was jetzt vor sich geht. Und deswegen danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge.